Ja. 400 Meter. Das ist die nächste sportliche Disziplin. Ihr habt eine Menge gemeinsam, die Ruth und du, ne? Sie. Mit dem Kreis, oder? Ja, genau. Ja, aber tatsächlich, guck mal. Ruth ist jemand, die läuft im Kreis und gewinnt immer. Du bist jemand, der fährt im Kreis und gewinnt immer. Stimmt, ja. Ihr habt gerade beide gesehen, so eine erste Ansage. Ja, die Beginnerin gewinnt. Ja, sofort. Boom. Ohne Handicap, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Ey, 400 Meter, seid ihr schon mal 400 Meter gelaufen? 400 Meter ist schon eklig, 800 ist noch ekliger. Also, weil man muss das im Vollsprint laufen und hat eigentlich schon bis zur ersten Kurve keinen Bock mehr. Also, es gibt schönere Dinge. Wir haben eine 400-Meter-Bahn gefunden und dort steht Janine Michaelsen. Einen wunderschönen guten Abend nach München und auch zu Ihnen nach Hause. Herzlich willkommen hier im Sportpark Luftschiffhafen, wo wir heute Abend Laufgeschichte umschreiben werden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht mich, denn ich kann gerade mal im Gehen einigermaßen von A nach B kommen, sondern ich meine diese beiden jungen Damen, Amateur gegen Profi, Nele gegen Ruth. Ruth, Tachchen, Nabend, 400 Meter, wie toll ist das, 400 Meter zu laufen? Es ist wirklich eine Horrorstrecke. Also geht nicht schlimmer eigentlich im Sprinten. Ist ja auch eine spezielle Situation. Da kommt ja auch das Adrenalin. Da wird der Profi wahrscheinlich zustimmen. Ruth, du machst es ja jetzt nicht zum ersten Mal und vor allen Dingen auch extrem erfolgreich. Du hast jüngst einen weiteren Titel hinzugefügt. Ich bin zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin geworden. Hast du dich speziell hierauf heute vorbereitet? Weil es ist ja kein ganz normaler Lauf. Oder bist du einfach topfit im Training? Ja, richtig. Ich bin topfit. Ich möchte auf jeden Fall alles geben und das für mich entscheiden. Okay. Das Gute ist ja, zumindest für dich, du musst natürlich nicht gegen Ruth, so wie sie hier steht, laufen, weil das wäre ja einfach wirklich Quatsch. Wäre nicht so nett, nee. Nee. Und damit du zumindest den Hauch einer realistischen Chance auf einen Sieg hast, den wir dir alle wünschen, alle außer Ruth, weil Ruth sich jetzt schon hat keinen Bock, dir auch nur eine Schnitte zu schenken. Die gute Nachricht für dich, Nele, ist, du musst nicht gegen Ruth, so wie sie hier in voller Kraft steht, antreten, sondern du darfst dir etwas aussuchen, das es Ruth schwerer macht zu gewinnen. Drei Handicaps gibt es zur Auswahl, von denen du eins aussuchen musst. Hier ist Handicap Nummer 1. Es ist nicht der schöne Mann, aber es ist das schöne Kleid. Es handelt sich um ein barockes Kleid inklusive Kopfschmuck. Die haben zu der Zeit sehr voluminöse, schwere Kleider getragen. Sind wahrscheinlich keine 400 Meter gelaufen. Die sind wahrscheinlich eher 400 Meter in der Kutsche gefahren. Hier ist Handicap Nummer 2. Es handelt sich um einen Korb gefüllt mit Obst, wie man an dieser Stelle sieht. Den musst du auf dem Kopf tragen. Den darfst du natürlich mit den Händen festhalten. Also du musst den nicht balancieren können. Wenn da eine Banane rausfällt, halb so wild. Wichtig ist nur, der Kopf muss mit dem Korb in Berührung bleiben. Dauerhaft. Das ist Handicap Nummer 2. Und zu guter Letzt, hier ist Handicap Nummer 3. Ein klassisches Business-Outfit in unserer Interpretation. Es handelt sich um einen Hosenanzug, den sie komplett anlegen muss, inklusive Hemd, die Tasche, ganz wichtig, und der Koffer. Mal gucken, was du so denkst, was das beste Handicap wäre. Gut. Barockes Kleid, Obstkorb für den Kopf oder Business-Outfit inklusive Rollkoffer. Für welches Handicap entscheidest du dich? Ich glaube, dass der Anzug und die Koffer halt nicht viel bringen, weil die doch relativ leicht sind dann. Und der Korb, ja, der Armschwung fehlt da halt auch, aber trotzdem sind die Beine frei, sag ich jetzt mal. Ich denke, ich werde mit dem barocken Kleid gehen. Wenn ich so vom Laufen so ein bisschen Ahnung habe, denke ich mal, Armschwung und Beinschwung sind beide wichtig natürlich. Und dort wird einfach beides beschränkt. Wir nehmen uns 2 Minuten zum Umziehen und ja, dann schauen wir gleich mal, wie es läuft. 2 Minuten werden noch nicht. Grüße. Nee. Au! Shit. Also ich könnte euch jetzt noch mal die Handicaps erklären, damit sie klar werden, aber an eurer Reaktion lese ich schon, war jetzt nicht so gut gewählt. Oh Mann, wir haben auf den Korb gehofft hier. Ja. Aber ja. Naja. Oh Mann, Nele. Ich befürchte auch, dass das das Leichteste ist, ganz ehrlich. Das ist echt das Einfachste. Der Korb ist, glaube ich, fies.
aber auch zu schaffen. Ich glaube, bei 400 Metern könnte man das theoretisch ausgleichen. Aber das barocke Kleid hätte ich jetzt... Aber haben wir irgendwas falsch verstanden vielleicht? Also die hat nur dieses Kleid an, ne? Mhm. Die hat nur das Kleid an. Die hat nur, also was heißt nur das Kleid an? Es ist natürlich, ne, das ist ein barockes Kleid, das hat schon einen sehr voluminösen Rock, sage ich jetzt mal. Ja gut, aber sie kann sich ja trotzdem bewegen darin. Ja. Aber sie muss natürlich den Rock auch oben halten, damit sie sich bewegen kann. Ne? Ja. Also das heißt, die Armbewegung, also ich bin jetzt auch kein Athlet. Es geht ja auch um Kondition. 400 Meter, wie lange brauchst du für die? Ich finde es gut, wie du argumentierst. Ach, da geht es um Kondition. 50 aber Sekunden. Ja, das ist... Und wie schnell zu laufen? Ich glaub, haben wir noch wenig Geld? Wir haben noch 100 oder 1.500 oder 25.000. Das sind die Beträge, die ihr noch setzen könnt. Sagen wir mal so, die 25.000 werden wir nicht nehmen. Warum? Willst du wirklich nicht riskieren? Was sagst du, Nico? Also sie läuft dann ohne Hände auch, ja, weil sie muss den Rock wahrscheinlich... Sie hält den Rock so, um, genau. So also, das macht es natürlich wieder viel schwieriger. Aber trotzdem. Moment, also ich will jetzt vorsichtig sein, weil ich kann natürlich jetzt nicht vorhersehen, wie sie rennt. Aber ich würde jetzt einfach von der Logik sagen, der Rock behindert einen. Klar. Also wenn ich einen Rock trage, ich halte ihn immer hoch. Ja. 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 Stimmt, also riskieren würde ich es auch nicht. Also 25.000 würde ich auch nicht riskieren. Ich würde fast auf die 100 tendieren in diesem Fall jetzt. Tendenz ist auch eher, ich glaube, dass man das selbst in dem Outfit schaffen kann. Und zwar, ja, klar. Okay, machen wir. 100? Mhm. Okay. Dann hey, das hat aber auch nichts mit den Damen zu tun. Ich meine, es wirkt ja langsam so, als ob wir den Frauen überhaupt nicht zutrauen, so, ne? Ja, wirklich. Elias, ey, wir hätten dir total gegönnt. So. Was ist denn mit dir? Immer so, als die Außenwetter und die Frauen so, ja, das sind die kleinsten Beträge. Ey, wirklich nicht. Also ich vor allen Dingen nicht. Hör auf, bevor es eine 5 wird. Das hätte keiner gemerkt. Ja. Elias liebt alle Frauen. Ich gebe an dieser Stelle einfach ab zu Elmar Polke. Der wird den Wettkampf kommentieren. Elmar, mich interessiert aber tatsächlich noch so, wie siehst du es? Also was ist deine Haltung zu diesem Thema? Ich selber... Liebt Elias alle Frauen, das wollte ich wissen. Er liebt alle Frauen, davon gehe ich ganz fest aus. Aber ich glaube, ich hätte mich für den Korb auf dem Kopf entschieden. Ich glaube, das ist schwieriger. Da kannst du nicht wirklich Tempo aufnehmen, du kannst die Arme nicht mitnehmen. Ich glaube, das wäre das Schwierige. Also eigentlich alles richtig gemacht. Ganz genau. Eigentlich alles richtig gemacht, 100 Euro gesetzt. Gut, Elmar, dann gebe ich auch direkt ab zu dir. Der Wettkampf ist deiner. 400 Meter, we will see. Beginner oder Gewinner, wer gewinnt? Nele hat sich für das barocke Kleid als Handicap für Ruth entschieden. 7 Kilogramm Stoff. Reicht das, um Deutschlands beste Sprinterin auf dieser Distanz zu bezwingen? Na, ihr zwei. Ruth startet aus Bahn Nummer 4 hier. Falls Sie sich wundern, warum es keine Startblöcke gibt, dieses Kleid ist der Grund dafür, da würde man sich massiv verheddern. Und Nele ein Stückchen weiter hier vorne. Bahn Nummer 5. Das liegt daran, Nele startet auf der Außenbahn, dementsprechend ein kleines Stückchen weiter vorn. Ruht auf der Innenbahn, dementsprechend etwas weiter zurück. Das ist hier alles super fair. Die laufen beide exakt die gleiche Strecke. So, ganz kurz noch. Letzte Worte. Wird schon. Top. Da heißt es, wird schon. Ich gucke mal hier beim Profi. Einfach einmal rum. Gut, wird schon einfach einmal rum. Dann würde ich sagen, mit diesen kompetenten Abmoderationen gebe ich an dieser Stelle ab an unseren Kommentator, an Elmar Polke. Einfach einmal rum. Nele ist angespannt, klopft sich da auf die Oberschenkel. Ruth steht da gerade aufrecht mit ihrem barocken Kleid. 400 Meter sind brutal. Auf die Plätze. Fertig. Und auf geht's. Und Ruth verliert erstmal den Hut. Das ist kein Problem. Jetzt heißt es für Nele Tempo machen und vor allem Tempo halten. Sie ziehen also ein in die gegenüberliegende Gerade und Ruth kämpft da mit ihrem Kleid. Wie gesagt, 7 Kilogramm ist es schwer, aber der Weg ist noch verdammt weit. Nele
muss dieses Tempo halten. Und es wird natürlich mit jedem Meter schwieriger sein. Und sobald Ruth das Kleid in den Griff bekommt, sobald die Beine frei sind, müsste sie eigentlich an Tempo ein bisschen zulegen können. Und jetzt kommen wir in die zweite Kurve rein. Und jetzt heißt es für Ruth Spelmeier, sich daran zu kämpfen, die dreifache deutsche Meisterin. Da hat sie den Unterrock zwischen den Knien. Und das ist das Problem. Da kannst du ganz schnell auch ins Stolpern geraten und hinfallen. Das darf natürlich nicht passieren, der auf der Tartanbahn von Potsdam. Und jetzt bekommt sie den Unterrock in den Griff. Und jetzt hat sie die Beine so ein bisschen frei und damit wird sie auch etwas mehr Tempo aufnehmen können. Nele muss beißen. Komm, Nele. Jetzt muss sie ziehen. Die letzten Meter tun so richtig weh. Und auf einmal kann Ruth Spelmeier Tempo aufnehmen. Und sie zieht wohl an der Studentin vorbei. Ruth Spelmeier ist an ihr vorbei und jetzt marschiert sie in Richtung Ziellinie. Und sie macht das Rennen tatsächlich mit diesem 7 Kilogramm barocken Kleid. Mein lieber Mann, sie hat es auf die letzten 100 Meter geschafft. Und der entscheidende Moment, das war der in der Kurve, als sie diesen Unterrock da plötzlich zwischen den Knien hatte. Aber ihn befreien konnte oder die Knie befreien konnte und plötzlich Platz hatte, die Beine mit großen Schritten da rauszuwerfen. Da konnte sie Tempo machen. Und dann ist es natürlich auch die Erfahrung, hier auf die letzten 100 Meter dann nochmal das Rennen für sich zu entscheiden. Also Kompliment an Ruth Spelmeier. Glückwunsch. Ja, komm, zieh ich. Okay, also wer zuerst wieder reden kann? Wer zuerst wieder reden kann, hebt einen Arm. Okay, du kannst reden. Zwischenzeitlich dachte ich echt, ich verlaufe die Schnauze. Echt? Ich gar nicht hin wusste, wo wird denn Kleid hin? Und ja, das war auf jeden Fall ein Handicap, würde ich sagen. Ja, aber krass, also es hat auch wirklich, es hat bis hinten in die letzte Kurve gedauert, bis du quasi rangekommen bist. Ja, genau. Ich dachte auch eigentlich, das packe ich nicht mehr, aber dann hatte ich irgendwie so viel Kleid in dem einen Arm, dass ich dann doch noch ein bisschen freier laufen konnte. Und du hast am Anfang ein bisschen zu viel, oder? Die letzten 100 Meter ist bei mir immer das Risiko. Und da ist sie einfach. Ich habe es immer im Nacken gespürt, so das Kleid. Ich so, scheiße, nochmal 100, nochmal 100. Und dann war sie da und dann war es verdient. Aber es war so knapp. Es war so knapp. Zwei 400-Meter-Läuferinnen, die sich diesen Titel hier heute beide, Sieger der Herzen und Sieger der barocken Kleiderwahl, hart erkämpft haben. Und damit sagen wir, freu dich und ihr beide ab unter die Dusche und ich irgendwo hin, wo es warm ist. Tschüss nach München. Ich bin auch weg aus der Küste.